Na komm. Langsam werde ich firm mit dem Bogen. Da drüben ist übrigens ein Buff, vielleicht heilt er uns ja. Das wäre ja das Beste, was uns passieren könnte. So, jetzt haben wir hier anderen Dreck. Und feinen Sand. Das Geräusch gefällt mir nicht. So. Oha, es hat Zähne. Speed Boost. Brauchen wir den? Eigentlich nicht. Ah ja. Da ist Eisen. Hier, jede Menge sogar, aber immer nur so ein bisschen. So, der richtig große, die richtig großen Flöze sind jetzt hier nicht vorhanden. Was ist das denn jetzt hier für eine Leiste? Die ist neu, also seit dem heutigen Patch zumindest. Sie patchen jetzt das Spiel ja täglich, um die Bugs zu fixen und alles möglichst gut zu machen. Finde ich sehr löblich. Deshalb momentan eine Serverstruktur zu bringen, ist auch ein bisschen dumm. Denn wenn täglich gepatcht wird, müssen ja die Server dann per Hand auch täglich erneuert werden. So, wartet mal kurz. Mir ist die Decke von der Schulter gefallen. Ich bin ja so ein bisschen erkältet und will es nicht noch schlimmer machen. Deshalb bin ich hier dick eingemummelt. Das ist übrigens jetzt bei Sand hier die Schwerkraft. Das Tolle ist, wenn da Rohstoffe drin sind, die ploppen dann einfach so auf, sobald man den Sand entsprechend abgeerntet hat. So. Mal, ich glaube, mehr gibt es hier nicht. Naja. So, dann haben wir dort noch ein bisschen Kupfer oder Bronze. Da vorne gewesen. Ach, Gravel. Kies. Das Monster ist gerade weg. Das ist gut. Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch überlebend hier wieder raus. Fuck. Ja, ich glaube, wir machen lieber einen Abgang und legen uns dann in unser Bett, während wir unsere neuen Erze schmelzen. Und dann kommen wir einfach wieder. Man will ja schließlich auch was von der Reise haben, anstatt immer nur tot am Boden zu liegen. So. Gäbe es hier eigentlich irgendwas, was er noch hätte mitnehmen können? Nö. Da war Sackgasse. Ja, wir kamen von hier, glaube ich. Ja, und jetzt.
Oh, draußen ist es stockdunkel. Und da sind so komische Mampfmonster. Was? Ich weiß nicht genau, was das war, da war aber was. Und es wird kalt. Meine Körpertemperatur sinkt rapide. Dieser Planet ist aber absolut nicht einsteigerfreundlich. Kann ich nicht von hier? Nee, kann ich nicht. Ich sehe auch gar nichts mehr. Ist das Nebel? Ja, das weist mich jetzt darauf hin, dass meine Körpertemperatur rapide fällt. Mist. Ah, danke. Okay, wir sind gestorben. Erfroren, wohl bemerkt. Ah, ist ja geil. Naja, zumindest sind wir jetzt wieder oben. Aber das wollte ich eigentlich vermeiden, dass wir so wieder ankommen. So. Was haben wir denn? Schmelzen wir doch erstmal das hier ein. Dann gucken wir mal, was wir noch im Lager haben. Eisen. Kupfer. Ist ungerade, das heißt, wir können das hier mitschmelzen. Platin geht nicht. Kupfer nehmen wir auch nochmal mit. Dann hier Campfire, können wir auch wieder eins gucken. So. Okay, das ist gerade. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. Übrigens, ich habe gestern mit einem anderen Sci-Fi-Fan schon drüber gesprochen. Der hier gängige Kohleantrieb ist absolut nicht möglich im Weltall. Weil ein Verbrennungsmotor kann nur da bestehen, wo es auch Sauerstoff gibt. So, so viel zur Klugscheißerei. Ah, da haben wir. Mal schauen, wie viel brauche ich denn für einen Amboss? Na, wo ist er denn? Ach, da ist er. Den können wir sogar bauen. Ist ja toll. Dann stellen wir ihn mal dorthin. Jetzt könnten wir uns erstmal eine bessere Pickaxe gönnen. Dann können wir uns natürlich Rüstung machen. Und das war's. Was wäre denn mit dem Kopperfüßen? Ah, da haben wir 10 zu wenig. Egal. Das sieht doch schon mal etwas besser aus. Damit haben wir schon mal ein bisschen mehr Defense bekommen. So. So. Die können auch erstmal hier rein. Und die nehmen wir mit, wenn wir nochmal hungrig werden. Man merkt schon, sobald man hier die richtige Steuerung hat, geht das auch gleich viel besser alles. So, theoretisch könnten wir wieder in die Höhle rein, aber lass uns mal ein bisschen weiter geradeaus laufen. Ach, jetzt kriegt man auch im Nahkampf ab und zu Fleisch. Denn so finden wir dieses Stückchen Eisen hier. Und jede Menge Kohle wieder. Und auch Bronze ist hier in der Nähe.
Ja, 20 Stücke Bronze würden für unsere Schuhe reichen. Dann hätten wir das komplette Bronze-Set. So, jetzt haben wir schon... Oh, genau 20. Wir sammeln trotzdem erstmal weiter. Boah. Was auf jeden Fall toll wäre, wenn wir uns dann auch noch einen besseren Bogen machen könnten. Denn ich habe gemerkt, sobald er dann richtig hochgepowert ist, dann ist er auch übel stark. So, da mitnehmen. Einmal mit der Lampe. Ansonsten ist hier nichts. So. So macht das doch ein Profi. Nicht, dass ich ein Profi wäre, aber so würde das ein Profi machen. Auch noch ein Schnitzel. Uah. So. Was so eine gut in der Hand liegende Steuerung doch alles bewirkt. Lol. Basteln wir uns doch erstmal hier so einen Weg hin. Dann kommen die anderen auch nicht hoch und wir können hier in Ruhe Kohle und Bronze ernten. So. Da gehe ich garantiert nicht runter. Ich direkt auf die drauf fallen und so von oben habe ich keine Chance. Ey. So geht das. Gesundheit ist wieder suboptimal, aber da wir über Tage sind, können wir jederzeit nach oben. Schade, dass wir nicht wieder dorthin teleportiert werden, wo wir uns hochteleportiert haben, sondern immer am Anfang. Das wäre natürlich jetzt noch schöner. So. Mal kurz die Uhrzeit im Auge behalten. Okay. Dann gucken wir uns doch mal da drin um. Aber ich würde sagen, erstmal gehen wir jetzt dort hoch und nehmen die Kohle damit. Und der Kohleverbrauch, der ist hinterher sehr extrem. Das kann ich euch sagen. Ich hoffe, der Baum fällt günstig. Und wohin fällt er?